Szene erkannt, wo ich mich hier befinde. Und zwar hatte ich so gute oder positive Reaktionen auf das Fliegerhorst-Video Hopsten-Dreierwalde, dass ich mir gedacht habe, du guckst noch mal hier nach und nimmst auch mal den Teil noch unter die Lupe, den du in dem Video nicht behandelt hast. Was ich mir gespart habe, ist jetzt die weiteren Shelter. Die sind halt genauso wie die anderen. Da gibt es wirklich nichts Besonderes zu sehen. Ich bin da zwar gerade hergefahren, aber ich habe auf das Filmen verzichtet. Man kommt von da aus dann einfach auch nur noch zu dem Rollfeld. Und da ist auch der Durchgang verwehrt. Da ist eine Schranke vor. Allgemein sind hier ziemlich viele Bauarbeiten am Gange. Und ich will mal gucken, inwiefern ich euch hier was zeigen kann. Ich bin eigentlich durch Recherchearbeiten zur Nike-Flugabwehrrakete nochmal wieder hier bei Hopsten gelandet. Es gibt nämlich eine super Homepage, die beschäftigt sich mit den hier in Deutschland mal stationierten Atomwaffen. Und da war hier in Hopsten eben auch was. Das werde ich aber gleich noch genauer drauf eingehen, weil ich nicht weiß, ob wir jetzt auf das Gelände einigermaßen gut drauf kommen oder nicht. Ja, der restliche Teil hier unten, da verzichte ich jetzt mal auf eine weitere Durchfahrt. Ihr habt jetzt das, was ich da gefilmt habe, wird auch so bleiben. Ich werde nachher, der Plan ist, wenn ich das andere Gelände gefilmt habe, dass ich wieder ins Auto einsteige, die Kamera installiere und dann die Ausfahrt dann nochmal filmisch festhalte. Sonst werde ich das nicht mehr mit dem Auto mich jetzt hier nicht mehr bewegen. Ganz interessant natürlich diese Gebäude hier, wo wir gerade vorbeilaufen. Da werden wir jetzt noch ein bisschen drauf eingehen. Ich kann da natürlich auch gar nichts zu sagen. Das sieht aber alles aus wie hier, wie Unterkunftsgebäude, irgendwelche Gesellschaftsräume. Wirkt auf jeden Fall auch sehr interessant. So, am Ende hier dieses Weges haben wir diese Garage. Keine Ahnung. Soll wohl irgendwas drin gewesen sein, womit man fahren konnte im weitesten Sinne. Ja, ist auch zu. So, was geht hier noch ab? Ja, hier ist nochmal eine Unterteilung. Ein Zaun. Da weiter Unterkunftsgebäude. Ja, ob wir da reinkommen? Wir schauen mal, ob das irgendwie geht. Beschädigungen habe ich hier schon allerhand gesehen. Hier der Tisch ist bestimmt auch dem einen oder anderen noch bekannt. Sehr nette Installationen sind das immer. Auch hier die typischen Türen. Haben wir noch was sehen drin? Und ich stelle die Kamera noch mal eben um. Ich will das jetzt eigentlich nicht zu hakelig machen hier. So, das kann ich euch bieten am Bild. Ja, jetzt gehen wir hier noch mal um die Ecke rum. Ich filme das noch mal von dieser Seite an. Bisschen Gegenlicht, aber
hoffe, es geht trotzdem. Ich drehe die Kamera mal so in die Richtung. Ach, guck mal hier. Guck mal hier, was ist das denn? Das ist doch hier so ein Küchengebäude oder sowas. Ach, das ist ja, oh, das ist ja geil. Mit Bildern. Jo. Mit Bildern an der Wand. So. Mal hier den alten Vorhang zur Seite machen. Ach, komm mal her. Oh mein Gott, das ist ja hier eine Tour heute, ey. So, jetzt nochmal in aller Ruhe, in aller Schönheit. Mehr kann ich jetzt leider nicht bieten. Da müsste ich hier nämlich auch reinklettern. Das tue ich jetzt auch nicht. Da vorne die Essensausgabe. Ja, da hinten irgendein Verbindungsgang. Wahrscheinlich in den anderen Bereich rein. So, Gardine wieder rein hier. Und dann, oh, warte mal. Ja, ja, ja. Was ist das denn hier? Ah, ne. Hier käme man noch ein bisschen einfacher rein. Hier ist nämlich auch eine Scheibe raus. Ja gut, dann bist du jetzt hier in dem Küchenbereich. Auch die typische Bundeswehrfliese aus der Zeit. Ja. Wenn ich das noch ein bisschen einfacher betreten könnte, gleich das Gebäude, dann würde ich vielleicht sogar noch mal reingehen. Aber ich kann den Hund jetzt hier nicht draußen alleine lassen. Dann habe ich nämlich gleich zwei Hunde und da habe ich gar keinen Bock drauf. So. Ah, hier ist noch eine Schranke. Die würde dann da arretiert werden können. Da war mal irgendein Hinweisschild. Hier haben wir auch noch eine Garage. Und ja, Mülleimer. Dann geht es hier so rum. Dann hätten wir hier dann den Eingang, aber den habt ihr ja gerade bei der Durchfahrt schon auch gesehen. Hier habe ich ja gewendet. Hier sind drei Flaggenmasten. Und hier wieder diese Wohngebäude. Oben steht die Tür auf jeden Fall auf. Wir noch mal eben von dieser Seite aus ran, ob wir da noch irgendwas sehen können. Hey, komm mal hier hin. Na los. Du bist mir zu selbstständig hier. Da geht's lang. Immer da lang. Sehr gut. Ja, geh mal. So, das ist wahrscheinlich auch alles ehemaliger Parkplatzbereich. Alles zugewachsen. Hier kommst du nicht irgendwo durch. Das ist wahrscheinlich die sinnvollste Möglichkeit des Einstieges. Wäre dann da vorne durch diese Tür in der Küche. Ja, hier ist nichts mehr. Dexter, komm mal her. Wir gehen da auch jetzt nicht durch. Wir kriechen da nicht durch. Okay, ich mache jetzt erstmal eben hier einen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich weiter eruiert habe, wo wir hin müssen. Ja, so ein paar herbstliche Eindrücke wollte ich euch natürlich auch noch zukommen lassen. Hier gibt es Fliegenpilze en masse. Und zwar sind wir jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es mal so ein kleiner Teich war, auf der rückwärtigen Seite dieses Wohngebäudes. Wir haben da vorne auch noch, ja, kann man glaube ich nicht so gut erkennen, so eine Holzbaracke, da ist auch schon das Dach teilweise eingestürzt. Die sollen mich jetzt oder uns vielleicht nicht weiter interessieren. Dann gucken wir hier nochmal eben. Hier haben wir noch so eine Pergola, so eine Veranda im weitesten Sinne. Hier ist die Bude. Oh, das ist auch verschlossen, geht nicht auf. Wäre natürlich jetzt hier der Supertrick gewesen. Machen wir wieder zu, so wie es war. Hier ist auch noch ein kleiner Barbereich. Ach, da oben ist auch noch ein Bild dran. Ich würde euch das so gerne zeigen, weil es wahrscheinlich doch viele gibt, die sich daran erinnern wollen. Mal eben gucken, was ich hier machen kann. Vielleicht kommen wir da auch nachher noch irgendwie rein. Auf jeden Fall ist da auch noch was an der Wand gemalt. Ja, das sind so die ganzen
stummen Zeitzeugen, die dann diese Erinnerungen wieder hervorrufen. So, hier sieht es auch nicht so aus, als wenn wir da irgendwie reinkämen. Gut, dann haben wir das jetzt erstmal abgehakt. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Gelände, zu dem ich hauptsächlich gehen wollte. Das ist mir jetzt am wichtigsten. Und wenn wir dann gleich wieder im Auto sind, dann gucke ich mal eben nach Akkustand oder mache einen neuen Akku rein. Und dann werde ich auch noch mal eben durch das Sozialgebäude durchlaufen. Dann bleibt der Hund mal im Auto. Passt da auf. Und dann wird das hier für alle ein super Video, super spannend. Also ich finde es jetzt schon wieder richtig super hier. Die Atmosphäre auch gerade hinten auf dem Hangargelände, da ist natürlich keine Sau, aber es wird schwieriger da drauf zu kommen. Die eine Seite ist schon verschlossen und ja, ich weiß nicht, wie lange das noch überhaupt noch funktioniert. Ne? Von daher, jede Aufnahme hier finde ich irgendwie ist doch Gold wert, ja, in Anführungsstrichen. Gut, das ist jetzt hier, das ist diese Holzbaracke. Da ist noch irgendein technisches Gebäude. Diejenigen, die hier stationiert waren, die werden wissen, was es ist. Vielleicht schreibt es mal einer in die Kommentare rein. Und in dem Bereich da hinten, den wir da jetzt sehen, da ist dieser Neubau. Da gehen wir auf gar keinen Fall hin. Keine Lust, da noch irgendwie irgendwelche Gespräche führen zu dürfen. Hier vorne ist ein super tolles Schleppdach, haben wir das immer genannt. Ich weiß nicht, was da drunter stand. Hier sieht man auch die ganze Struktur hier, ist komplett neu gekommen, überall auch Parkplätze, Parkbuchten. So, komm, wir gehen jetzt noch mal einmal eben hier zu dem Schleppdach rüber. Ja, das ist so ein Baustil, der ist halt auch richtig geil, ne? So was, das finde ich ja wohl gut, da mache ich wohl leiden. So, so eine Entlade- oder Beladerampe ist dann hier auch. Ja, also das wäre auch großartig, wenn mir das jemand technisch erklären könnte, was genau wurde hier geparkt, was wurde hier bewegt an Material, wofür ist letzten Endes diese Rampe, also irgendwas muss man da ja drauf abgeladen haben oder umgeladen haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall links und rechts der Rampe geht es einfach nicht runter. Das ist dann einfach nur so eine Erhöhung und das war's. Ne? Ja. Gut, so viel dazu. Und der eigentliche Teil, wo ich hin wollte, das müsste das Gelände hier vorne gewesen sein. Da melde ich mich nochmal, wenn wir da drauf sind. Das war noch mal so ein, keine Ahnung, vielleicht so ein Gefahrstofflager, Tanklager könnte das. Ich glaube, das ist ein Tanklager. Und da, wo ich hin wollte, haben wir erstmal dieses Gebäude hier. Und dann gibt es hier eine Einfahrt. Und was das genau war, das lese ich euch gleich mal eben aus dem Internet vor. Denn das ist einfach zu viel, wenn ich da rumschwurbel. Hier haben wir noch eine, hier haben wir noch so eine Stellung. Ja, bei eventuell terroristischen Angriffen konnte man die dann beziehen. Da hinten sehe ich auch noch eine in dem Berg drin. Das ist auch so eine typische Stellung. Ach, ob wir da noch dran kommen, schauen wir mal. Ne? Hier vorne auf jeden Fall so eine Blastwall mit Tarnschema. Und hier haben wir das eigentliche Gelände, um das es jetzt geht. Das war nämlich auf jeden Fall bis 1972, waren hier definitiv Atomwaffen stationiert. Darüber hinaus kann ich das nicht sagen. Deswegen, ich lese gleich mal eben den Text vor. Und wer hier mal, wie gesagt, gedient hat, bitte Informationen in die Kommentare rein. Super, super spannend. Super spannend. So, das sah aus der Luft gar nicht so aus. Oh.
mal eben einmal ab hier. Komm mal hier. Komm mal hier. Was für riesengroße Hallen. Die gibt es hier sonst auch nicht. Die gibt es halt bauartspezifisch nur auf diesem Gelände. Das ist mal richtig, richtig, richtig toll. Also super. Ich freue mich sehr, dass ich das gegoogelt habe und nochmal hier hingefahren bin, um das auch hier von Aufnahmen machen zu können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch ewig möglich ist, diese Geschichte. Das wird dann irgendwann stark reglementiert sein. Da wird man hier auf das Gelände wahrscheinlich gar nicht mehr drauf kommen. Super, nochmal den richtigen Zeitpunkt hier auf jeden Fall erwischt für die ganze Geschichte. Ah, da vorne noch so ein, wie nennt er sich, Kugelfeuerlöscher oder sowas? Ich weiß auch nicht. Ja, guck mal hier, da ist noch Leuchtmittel rechts angebracht. Ja, Dexter, das ist alles für deine Pfoten hier auch nicht so geil, das ganze Zeug. Ne? Schauen wir mal, was steht denn hier noch dran? Achso, manuelles Öffnen der Tore, Bedienungsanleitung, blablablub. Ja. Pulverlöscher, genau. So, hier sind auch nochmal Leuchtmittel angebracht. Jetzt gehen wir hier noch einmal rechts um die Seite gucken. CTS Crash Test Service. Ja. Das ist also nochmal so eine Halle mit viel Vogelkot auch drin. Gut, ja, den Rest ersparen wir uns hier. Dann haben wir hier nochmal einen Blick nach vorne. Wird auf jeden Fall, ich kann es schon sagen, ausbruchsicher gebaut. Ja, so, bevor wir nochmal da vorne zu dem Shelter gehen, wo jetzt gerade der LKW drin steht, der macht dann nämlich seine Pause, die er einhalten muss, verlassen wir das Gelände jetzt nochmal hier vorne über das andere Tor und gucken uns diese Stellung an, die da vorne noch in diesem Hügel drin ist. Bunker ist das ja hier noch. Ist vielleicht, ja doch, eine Stellung müsste das aber auch sein. Bin gespannt, was hinter der Betonmauer auf mich wartet. Oh, das ist ja richtig, richtig, richtig geil hier. Und hier reingucken, ob uns da nicht irgendeine Aufnahme hat. Ne, das machen wir gleich nochmal. Erstmal hier die Stellung. Das ist auch so ein Ding. So in der Art hat man auch ganz viele Sondermunitionsdepots ausgestattet. Hier haben wir den, ne, Podest, da kann man sich draufstellen. Hier ist sogar noch ein kleines Licht angebracht. Gucken, dass ich jetzt hier nicht anbreche. Ja, und dann ist das hier der Blick aus der Stellung. Einmal schwenken wir hier rum. Einmal mal nach rechts. Ja, ist jetzt auch selbst erklärt, ne? Brauche ich nichts zu sagen. Und jetzt schauen wir uns mal eben. Ach, komm mal hier. Komm mal hier, wir gehen hier mal rein. Noch ist das hell genug. Aber warten Sie. Warten Sie. Taschenlampe ist am Start. Das ist nix. Ach, das geht ja richtig nach unten. Da. Oh, warte mal. Ah, ich muss echt mal eine vernünftige Kameraleuchte besorgen. Das ist alles Käse. So. So, ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen jetzt. Ich krieg's gerade besser nicht hin oder ich bin blockiert im Video. Das kann auch sein. Was machst du da? Ja, gut. Also, genug geschwafelt. Hier haben wir den Eingangstor mit so einem, was nicht viel dicker als Hasendraht.
geht das hier runter. Ah, hier ist wieder fluoreszierende Farbe. Oh, abgeschlossen. Ja, ich würde sagen, eigentlich ein Glück, dass es abgeschlossen ist. Das Video hier würde unendlich lange dauern, wenn wir da jetzt noch reinkämen in diesen Bunker. So, was steht da drauf? Ich guck mal, ob wir den Navi wirklich rankommen. So, besser geht's nicht. Weiß auch nicht, ob man es lesen kann. Brackwede in Westfalen. Hier wird auf jeden Fall gebaut. Hier die Firma. Irgendwas mit Deutsch, glaube ich. Ja, ziemliche Korrosionsspuren hier an dem Tal. Das Schloss ist allerdings noch recht neu. Ja. Jo. Das war der kleine Ausflug in diesen Bunker mit vorangesetzter kleiner Stellung. Super. Super, 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 super geil. Ja, wie ihr seht, sonst hier, das ist alles Schuttabladeplatz vom Bau geworden. Irgendeinen Öltank hat man hier irgendwo ausgebuddelt. So sieht das hier aus, ne? Auf der großen Müllhalde. Sind hier noch irgendwelche Betonelemente, die könnten auch noch von damals sein, aus Bundeswehrbeständen. Eine Tür, eine Klappe. Gut, hier gehen wir nicht weiter. Ich mache das jetzt erstmal wieder aus und dann schauen wir gleich mal in diesem Shelter nach, wo ich gesagt hatte, wo der LKW drin steht. So, Shelter machen wir. Machen wir gleich, weil ich wollte das mal eben kurz hier verlesen, was ich jetzt zu diesem Platzteil noch gefunden habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das dieser Platzteil hier ist. Den anderen sehe ich hier nämlich nicht. Und der wurde auch so markiert. Ich verlese. Die ehemalige atomare QRA-Stellung Quick Reaction Alert Hobson lag am südlichen Rand des gleichnamigen Fliegerhorstes. Ich überspringe so ein paar Sachen. 1967 erfolgte die Umrüstung auf den Starfighter mit insgesamt 52 Maschinen und gleichzeitiger NATO-Unterstellung. Zur Anpassung an die neue NATO-Doktrin waren umfangreiche Erweiterungen auf dem Fliegerhorst notwendig. So wurden 100 US-amerikanische Soldaten auf dem Fliegerhorst stationiert zur Überwachung der in Hobson eingelagerten US-Atombomben. So, jetzt geht's hier weiter. Dieses Areal war mit zwei Zäunen innerhalb des Fliegerhorstes nochmals geschützt. Diese zwei Zäune habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Das ist wahrscheinlich irgendwann mal abgerissen worden, da hier sowieso eine komplette Umnutzung der ganzen Geschichte stattfand. Warten Sie. Der Zutritt wurde streng kontrolliert. Auf dem Boden um die Abstellflächen der Flugzeuge gab es so auch farbliche Markierungen, welche die Zugangserlaubnis der Flugzeugwarte definierte. Nur ausgesuchtes Personal durfte bis direkt an die Sonderwaffe heran. Die Bewachung übernahm die rund 300 Mann starke Sicherungsstaffel S, steht jetzt hier groß S. Die Montage an das Flugzeug, die Waffenwarte des Geschwaders. Die US-Soldaten überwachten das Ganze und konnten exklusiv die Waffe mit entsprechenden Zündern scharf machen. Eingesetzt worden wären die Atombomben durch die erste Staffel. Anhand der Reichweite des Starfighters kann man sich leicht errechnen, dass das Zielgebiet über dem Gelände der DDR oder Polen lag. Jetzt steht hier etwas, das ist vielleicht so ein bisschen hypothetisch. Es waren aber Himmelfahrtskommandos ohne Wiederkehr bis kurz vor Moskau denkbar. Glücklicherweise gab es aber nie einen Start eines deutschen Starfighters mit einer Atombombe und schon gar keinen Einsatz geübt wurde mit Attrappen. Und 1972 war der Spuk auch schon wieder vorbei. Jetzt steht da zugefügt, Internetquelle nicht mehr verfügbar. Und jetzt sind wieder diejenigen gefragt, die sich hier wirklich auskennen. Was heißt das? Der Spuk war 1972 schon wieder vorbei. Wurden also die US-Atomwaffen hier wieder abgezogen? Gab es auch keine US-Wachmannschaft mehr hier? Beziehungsweise diese 100 US-Soldaten waren dann auch weg. Wie hat man sich das vorzustellen? Weil wenn das 1972 natürlich schon wieder alles eingestampft wurde, dann ist mir auch klar, dass man jetzt keine Hinweise mehr auf diese
doch recht kurzfristige Nutzung. Das war ja dann von 1967 bis 1972, sprich doch nur 5 Jahre erhalten geblieben ist. So, ich hoffe, ihr seid nicht eingepennt beim Vorlesen, denn jetzt gehen wir in den anderen Shelter rein. Tja, bevor ich hier angefangen habe zu filmen oder bevor ich jetzt filme, habe ich mal eben mit dem LKW-Fahrer Kontakt aufgenommen, nettes Gespräch geführt. Der hat gesagt, der hat noch 4 Minuten Pause. Die habe ich dann mit ihm eben verquatscht. Also ist der Hangar jetzt frei. Und jetzt können wir uns das mal genau betrachten hier. Die Türen. Da oben die Aussparung für das Leitwerk. Die andere Tür. So, ich glaube, das war jetzt sonnentechnisch alles nicht so super geil. Das werden wir gleich nochmal von innen uns auch angucken. Ja, hier sind jede Menge Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Das kenne ich aber noch. Da konnte man mit telefonieren. Hier fehlt nur der Hörer. Der hing da wahrscheinlich mal drin. Was ist das hier? Ja, das Wesig. Das Wesig-Ohnisch. So. Hier ist also noch jede Menge irgendwelcher Technik. Dann haben wir hier den... Ah ja, das sieht ganz gut aus. Einmal rumgefilmt. Und da sieht man auch super die Aussparung für das Leitwerk. Da konnte das Flugzeug prima rein und rausfahren. Hall haben wir auch. Und jetzt... So, das ist auch eine Sache, da ging der, weiß ich nicht, wenn das Ding das Triebwerk gezündet hat, da gingen hier hinten die Abgase raus oder der, ja, die Abgase wahrscheinlich, ne? Da bin ich auch gespannt auf die Kommentare, auf die korrekte Benennung dieses Bereiches hier. Den habe ich nämlich so, ja, so, auch bei den anderen Sheltern war das so nicht. Das mag sein, dass es das im rückwärtigen Raum gab. Das habe ich nicht wirklich gesehen. Aber hier war auf jeden Fall, da war keine Wand drin. Das war offen. Also die sind schon Bauart verschieden. Das, was ich jetzt hier sehe und das, was ich draußen dann auf dem Flugfeld sehe. Ist da noch irgendwas Wichtiges dran stehend? Nee, das ist einfach auch nur ein Ausgang. Ja, kommst du auch mit? Die Rakete. Ja, das ist jetzt hier der Shelter. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Ich glaube nicht, dass jetzt hier noch irgendwas total mega Wichtiges ist, was man unbedingt gesehen haben muss. Das sieht doch alles recht schlicht aus von innen. Da gehen wir mal wieder raus. Filmen wir noch einmal hier eben rechts an der Tür vorbei. Da waren wir noch nicht. Hier auch der massive Verriegelungsbolzen hier. Bolzen ist das nicht, das nennt sich anders. Egal. So. Genau, das kennen wir von den anderen auch. Der Shelter. Und hier vorne ist nochmal. Hier ist auch. Ach, das ist das andere Beton. Ich dachte nämlich vorhin erst, hier vorne sehen wir auch noch Beton. Ich dachte, das wäre auch noch irgendwie so ein Bunkeroberteil. Das ist aber letzten Endes genau dasselbe wie bei dem Shelter hinten dran, wo ich vorhin gesagt hatte, da wegen die Abgase da. Ne? Das wird hier genau dasselbe Konstrukt sein. Das habe ich nur bei dem Teil habe ich das vorhin gar nicht so richtig registriert, dass das da ist. Dann fangen wir aber auch noch mal eben kurz ein. So, da sehen wir es. Jetzt gucken wir noch mal einmal hier in dem Gebäude, ob wir da noch irgendwas sehen können. Ach, diese wunderbaren Lampenköpfe. Was soll ich dazu sagen? Das ist einfach kultig sowas. Ne? Richtig kultig. Oh, guten Tag. So, treten Sie mal ein. Das ist ja schön. Ah, hier riecht es auch richtig schön nach fieser Toilette. Schrotttüren. Sind die alle so gebaut? Wahrscheinlich hat man die Türen immer so gebaut und die Leute haben viel Geld dafür bezahlt und dachten, sie haben ein Qualitätsprodukt. Okay, komm, wir nehmen das hier nochmal mit.
wo hier auch nichts mehr wirklich zu sehen ist. Aber derjenige, der hier mal Dienst geschoben hat, der wird sich freuen, dass er hier mal die Räume einmal wiedersehen darf. Ein kleines Kabuff. Ich habe jetzt keine wirkliche, also irgendein Anhaltspunkt auf etwas Militärisches, wo man hätte sagen können, hier ist noch ein Aufkleber oder eine Bezeichnung. Hier ist wirklich komplett nackt das Ganze. Nichts mehr da. Oh, hier ist das The Bathroom. Da gehen wir aber auch nicht rein. Alles nur Schutt. Oh, hier ist noch was. Für Küchenpersonal. Das ist auch ganz toll. Ja. Oh, hier noch ein Spion in der Tür drin. Das ist auch was Besseres. Das ist eine richtige Stahltür. Oder eine Sicherheitstür. So. Hier sind nur die Belgier. Die haben noch sowas. Den Boden für Beobachtungsposten gebaut. Das könnt ihr sehen in dem Nike-Stellungsvideo. Oh, da haben wir was. Da haben wir einen Aufkleber. Sehr schön. Da haben wir noch einen Aufkleber. Und hier haben wir noch einen Aufkleber. Jawohl. Und was haben wir hier? Ingolstadt. Ja, gut, Ingolstadt daneben. Hier ist auch noch ein Aufkleber. Den habe ich jetzt. Oh, der ist auch gar nicht schlecht. Von außen nicht gefilmt, gar nicht gesehen. So, was haben wir hier? Wir haben nämlich noch eine Bohrung auf jeden Fall getätigt. Wer weiß, was hier noch kommt oder nicht kommt. Abriss nehme ich mal an. So eine Mühle hier. Was willst du damit auch? Ne? Das ist alles auf. So, hier nochmal einen Blick rein. Ja, toll. Toll. So, nächster kommt jetzt ja auch nicht ab. Gut. Dann filme ich euch jetzt noch mal ganz kurz den Aufkleber von außen da. Und dann sehen wir uns am Kfz wieder. Also doch noch nicht Kfz hier im Vorderbereich. Ist doch noch ein Hütken. Ich hatte gerade gedacht, wir hatten Glück mit der offenstehenden Tür. Vielleicht geht das hier auch. Hier ist allerdings nur ein Versorgungsraum. Einmal kurz reingeleuchtet. So sieht das da aus. Dann haben wir hier noch ein interessantes Fensterchen mit etwas dahinter. Irgendein Schalter auch. Ja, ein und aus auf jeden Fall. Und noch irgendeine andere Stufe, die ich nicht mehr erkennen kann. So, dann gehen wir hier nochmal lang. Hier steht nämlich auch noch was dran. Ausbildung und Standardisierung. Ach, das ist ja großartig. ASG Wartungsstaffel. Ja, das ist natürlich das Sade. Da ist aber auch noch ein richtig geiles Maskottchen angebracht. Ja, super geil. Dass wir das noch sehen können, alles hier. Ah, da vorne. Ja, was zeigt der so hin? Wartungsstaffel. Ja. Jetzt gehen wir doch noch mal einmal um das Gebäude auch so ein bisschen rum. Oh. Ein Sandblech. Das ist natürlich auch geil. Oh, das ist schwer. Da hantierst du nicht stundenlang mit rum. Das ist richtig. Ich hätte gar nicht gedacht, dass die so schwer sind, die Dinger. Ja, dann hat man auch schon mal ein Sandblech in der Hand. Hier in Deutschland brauchst du das ja eigentlich auch nicht. Außer du forderst es heraus. So, okay. Das war's hier von diesem Bereich. Da vorne geradeaus zu sehen, genau da, wo die weißen Säcke sind, circa 200 würde ich sagen, da ist dieser Bunker, in dem wir auch gerade drin waren. Hier ist alles neu. Hier gehen wir nicht weiter. Hier vorne sind noch zwei alte, Schilder. Ja, komm, nehme ich auch noch mal eben mit. Hier seht ihr auch alles neu angelegt. Ist noch kein Pflaster drin. Und dann hier die Schilder, die wir da oben bei dem Tower ja auch schon gesehen haben.
Aber ich filme noch mal eben drüber her. Bestimmt mal rechts in dem freien Rahmen, da war bestimmt mal ein schönes Schild drin, was sich dann einer als Andenken mitgenommen hat. Komm, jetzt machen wir es mal ganz bekloppt. Hier auch noch mal eben gucken. So, ja, besser geht es einfach nicht. So sieht es da drin aus. Ist auch immer mit reingezogen, so eine Decke, da war bestimmt auch mal ein Partyraum. Und hier haben wir auch noch mal so eine Stellung, die habe ich gerade von der anderen Seite gar nicht gesehen. Spannend, spannend, spannend. Ja, das ist auch super. Licht kommt. Da ist Licht. Komm, ich gehe einmal gucken hier. Na, hat alles aus diesen Blechen gebaut. Ah, das ist einfach nur im Arsch hier. Ah ja, da ist die Versorgungsnummer, glaube ich, drauf. Ach, wie geil. Okay, das ist nur ein Unterstand, also eine verbunkerte ist das hier nur. Bin hier auf der anderen Seite wieder raus. Das ist also, wenn wir so wollen, ist das hier so eine Art Hofbunker. Nur selber gebastelt. Und hier? Nee. Hier ist doch nicht noch irgendwo her, weiß ich nicht. Egal. So. Der Hund ist auf jeden Fall weg. Der denkt nämlich jetzt, ich komme da vorne wieder raus. Tue ich aber gar nicht. Da bist du. Komm mal mit. Komm, die alte Drecksbude hier, die filme ich jetzt auch noch mal eben für euch. Ja, ist klar, ne? Ach, hey, da was? Ah ja, da, die ist hier Qualitätsbau auf jeden Fall. Ja. So, Nexa, du kommst mal hier hin. Komm. So, ein prima. Jetzt ist aber wirklich Schluss, jetzt gehen wir zum Auto. Ich sehe gerade, ich habe gar nicht mehr so viel Akku. Und weil ich so super professionell bin, habe ich leider auch geleert und Besen rein. Ja, Leute, ey, guck dir das an hier. Mit Datum. Tja, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Ich hoffe mal, dass ich hier einfach einen Schnelldurchlauf machen kann, dass wir die Sachen mal eben filmen können hier. So, hier ist noch eine Ausgabe gewesen. Wie wir sehen, da steht aber nichts mehr dran. Ich flitze hier nur mal eben schnell durch. Geht uns Abzugshaube. So, hier ist die Essenausgabe. Hier haben wir noch mal die Flugzeuge. So, jetzt wird spannend, ob wir da hinten wohl weiterkommen. Hier ist auch scheinbar nichts außer unser Militärraum vielleicht. Hier geht es auch noch mal weiter. Da war noch eine Sicherheitstür. Hier könnten vielleicht auch Handwaffen eingelagert gewesen sein. Ich sage bewusst könnten. Ich weiß es natürlich nicht. So.
hier weiter. Ach, richtig geil hier, das Treppenhaus. Guckt euch das an. Jo, gehen wir erstmal hier nach links. Und noch so schöne Gardinen hier. Kein warmes Wasser. Ja, das ist super. Freut man sich ja auch, ne? Oh, hier ist nochmal eine gesicherte Tür. Geil auf hierbei. Einmal hier so durch. Oh, da ist noch vergittert. Das könnte also auch hier. Ja, nee, eigentlich nicht. Was rede ich da? Truppe, ja. Das war einmal, kommt ja vielleicht noch mal wieder, man weiß es nicht. So, was geht hier ab? Eieieiei, das ist hier alle was da. Oh mein Gott, diese Spots, die man so früher hatte. Och, alles total schick hier verkleidet. Jau. Ah ja, das ist der Barraum, den wir vorhin schon hatten. Ach, hier ist so ein Alpenpanorama ist hier. Dann haben wir da noch einen Turmfalken mit einem Rostlachs. Oh, warte, wer hat das denn gemalt? 1998, ja guck mal, das ist gar nicht so alt. Im Verhältnis zu der Kaserne hier allgemein. Guck mal hier. Ja, alte Bierdeckel, ja. Ja, das ist auch total interessant. Aber die Vorhänge sind geil. Diese abgehangene Decke, auch richtig geile Stilelemente aus der Zeit. Richtig super hier. Ja, was war das hier? So eine Art, weiß ich nicht, OHG oder Unteroffizierheim, irgendwie sowas. Gehe ich doch von aus. Ja, so sieht das alle aus. Ich bin gerade echt so ein bisschen, ich mich einfach beeilen will wegen des Akkus. So ein wunderbares altes Servierblech-Tablett. Kenne ich auch noch, glaube ich. Dann machen wir es in Aalen auch eventuell. Achso, ja, das Ganze ist übrigens grün gehalten. Und dazu dann die Gardinen in Orange. Ja, so ist das. Haben wir da schon Helm? Genau. So, jetzt gehen wir hier ganz schnell weiter. Hier einmal gucken. Ja, ich glaube, das sind hier auch so Bereiche. Da ist überall nichts. Ne, hat irgendwie. Ne, es ist schön, es mal gesehen zu haben. Aber das gerade war schon wirklich. Dieser Sozialraum da, der war schon super. Okay, ist Mumpel. Wir rennen jetzt mal ganz schnell nach oben. Um zu schauen, was uns da noch erwartet. Ja, auch richtig geil hier mit diesen Stäben da. Klasse. Richtig super hier. Gut, der. Ach, guck mal, da vorne geht es zu diesem Balkon. Also es sah von außen etwas wohnlicher aus. Und von innen sehen wir wieder typisch Bundeswehrbau. Linoleum auf dem Boden. Elevator DJ Mail oder yo. Yo, yo, yo. Hier ist Akustik, ne? Akustikverkleidung. Wer weiß, was die hier gemacht haben. Oh mein Lieber. Erklärungen bitte. Ich suche ja auch Erklärungen. Hier ist auch noch ein riesen. Ja, was ist das? Ne? Schaltschrank oder sowas. Ich als Elektroleier sage das jetzt mal einfach so. Ich weiß sonst nicht, was das ist. So, hier geht es nochmal auf diesen Balkon raus.
wäre super, wenn er jetzt runterkommen würde. Da sitzt der Hund irgendwo im Auto. Ach, hier könnte man auch die Feuerleiter runtergehen. Ah. Nein, lassen wir sein. So, nochmal rein in die Bude. Ich schalte jetzt mal einmal kurz die Kamera aus, gehe den hinteren Gang nochmal ab. Wenn was Interessantes ist, mache ich es ja nochmal an. Ansonsten sehen wir uns dann im Auto wieder. Tja, wirklich interessant ist das vielleicht nicht. Aber ich habe noch zwei Aufkleber auch gefunden hier. Heizkörper. Und auch nochmal Balkon. Der Rest ist hier einfach nur. War der Schlafraum für die Offiziersanwärter. Die haben sich dann da ausgelassen. So, hier geht's auch runter. Oh ne, fehlt ein Kettenglied. Ich gehe kaputt. Ja, tut mir leid, ich kann es nicht sichern jetzt. Gut. Zurück zum Auto. Und die Ausfahrt dieser ganzen Geschichte hier filmen. Und dann sind wir durch. Ich mache auch eben die Abmoderation. Macht der Ausfall für mich nicht mehr, das lasse ich einfach so laufen. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Euch hat das hier genauso viel Spaß gemacht, wie es mir Freude bereitet hat. Weil sowas zu sehen und da echt die Möglichkeit zu haben, nochmal durchzugehen, ist natürlich absolut unbezahlbar. Das wird hier alles in ein paar Jahren dem Erdboden gleich gemacht sein. Da ist nichts mehr von da, mit Sicherheit nicht. Von daher bin sehr dankbar für die Eindrücke und ja, wenn euch das gefallen hat, ihr mehr von solchen Formaten sehen wollt, dann lasst ein Abo da, gebt dem Video ein Like und hinterlasst einen Kommentar. Ich habe ja auch viele Fragen hier gehabt. Ich hoffe, da noch Antworten drauf bekommen zu dürfen. Bis die Tage, macht's gut. Ciao, ciao.